Und damit herzlich willkommen zur nächsten Partie. Kamerun, Mexiko läuft schon. Kamerun mit einem ganz starken Start, 3:0. Und das machen die richtig gut hier gegen die Mexikaner. Und übrigens, alle Teams mussten nochmal neu besetzt werden. Heißt also sehr viel Arbeit für uns. Deswegen fangen die Spieler jetzt ein bisschen spät an. Im Auftaktspiel hat sich ja Brasilien durchgesetzt, weil Kroatien aufgegeben hat. Jetzt läuft hier also die nächste Partie. Und die Kameruner machen das hier sehr, sehr stark. Jetzt habe ich einen Leck drin, aber kein Tor da jetzt. Kein Tor jetzt erstmal. 2 Minuten 20 noch zu spielen hier in der ersten Halbzeit. Und die Kameruner sind eigentlich ständig in der Offensive, machen richtig Druck hier und wollen jetzt hier die Führung ausbauen. Und die Mexikaner wirken etwas überfordert, muss ich sagen. Sie wirken etwas überfordert. Ja, und tut mir leid für den Chipmunks, der konnte leider nicht lange aufnehmen, da die Kroaten schon nach wenigen Minuten aufgegeben haben. Tut mir jetzt leid für den. Aber hier in der Partie scheint es jetzt flüssiger zu laufen und die Spieler scheinen auch nicht so schnell aufzugeben. Ja, Team Brasilien wartet da schon. Ich weiß gar nicht, wo jetzt Team Kroatien hin ist. Ob die jetzt auch noch irgendwie Bock haben. Ansonsten verlieren die ja dann jedes Spiel mit 3:0, wenn die dann nicht mehr da sind. Und werden damit auch schon raus dann. So, jetzt habe ich einen Leck drin. Und ja, ich versuche das mal gerade zu beheben. Ja, leider musste ich das Feuer ausmachen, da es bei manchen geleckt hat. Sehr, sehr schade finde ich eigentlich. So, und das ist das 4:0 für die Kameruner. Die machen das jetzt richtig gut da. So, jetzt geht's weiter. Und gleich ist dann erstmal kurz Pause. Mal kurz durchatmen und die Mexikaner müssen sich was einfallen lassen, wenn sie hier noch was reisen wollen. Weil die Kameruner sehr, sehr stark in der Offensive sind. Und das ist ein Eigentor. 5:0. Was geht denn mit den Mexikanern? So, jetzt geht's nochmal weiter. Nachspielzeit machen wir jetzt keine mehr, das dauert jetzt auch zu lange noch. Halbzeit also 5:0. Eine klare Sache schon für die Kameruner. Die das Ding jetzt wohl in der zweiten Halbzeit nach Hause schaukeln werden. Oh. Ja, ich hab Lex, ich seh's. Jetzt läuft das Spiel aber wieder. Und das ist das nächste Tor. 6:0, eine klare Sache. So, und jetzt mal gute Aktion von den Mexikanern, die jetzt den Ball erklären. Aber die können daraus irgendwie kein Kapital schlagen. Und sind nicht mal richtig in Tornähe gekommen. Und das nächste Tor. 7:0. Was ist das für eine Demontage? Was ist das für eine klare Sache hier? Und das ist das nächste Tor. Und so langsam wird es echt peinlich für die Mexikaner. Das muss man einfach so sagen.
8 zu 0. Was ist das für eine Demontage einfach nur? Ja, und die rufen jetzt alle nach mir, aber ich kann jetzt leider nicht schreiben. Und die ersten Minuten hier waren sowieso sehr, sehr. Ja, das Ding habe ich jetzt auch total vergessen gehabt, dass da erst die Seitenwahl, oder wir machen es halt eben so, dass die rechte Seite ein Feld früher stand. So werden wir es dann auch machen, dass die Hocker dann eins vorgezogen werden oder die Startplätze eins vorgezogen werden, damit dann gleiche Gerechtigkeit herrscht. Oder es wird halt eben erwürfelt. Mal gucken, wie wir es machen. Das ist das 9 zu 0. Ja, und das wollen wir ändern und jetzt regt euch mal nicht auf, Leute. Ist alles gut. Es ändert natürlich auch nichts am, sag mal so, am Spiel. Ja, wenn ihr so ein Eigentor macht, dann kann ich natürlich auch nichts dafür. Wenn ihr dann so euch das selber kaputt macht, also. Ja, Jungs, setz dich jetzt hin. Das Ding ist jetzt eh für euch verloren, wir werden es ändern. Leider waren die Anfangsminuten jetzt sehr, sehr stressig gewesen, deswegen konnte ich das, habe ich das total vergessen, das tut mir sehr, sehr leid. Also, schon das erste Problem, was wir dieses Mal hatten. Und jetzt haben die Mexikaner mal einen Angriff, aber die können daraus auch kein Kapital schlagen. Das ist das nächste Tor, 11 zu 0. Ho, 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 jetzt wird's aber echt. Das Spiel ist auch gleich vorbei. Ich denke mal, jetzt lohnt sich es auch nicht mehr zu ändern. Aber ich glaube, dass so ein großer Vorteil ergibt sich dadurch ja auch gar nicht. Es hängt auch wirklich von der Qualität ab, was man daraus machen kann. Und ich sag mal so, die können auch wirklich nichts Richtiges daraus bringen, die Mexikaner. Jetzt ist das Spiel auch gleich vorbei. 30 Sekunden noch. Eine klare Sache, 11 zu 0. Aber das ist schon richtig stark, was die Kamerun hier gespielt hat. Ein heißer Anwärter auf den Gruppensieg. So. Wenige Sekunden noch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2. Vorbei. Also 11 zu 0 Sieg für die Kameruner. So, und jetzt beende ich das Video jetzt erstmal. Jetzt muss ich das hier erstmal alles klären. Also mein erstes Spiel 11 zu 0 für Kamerun. Wir hören uns dann gleich wieder.